ist jetzt 6:30, das sind noch 10 Hektar. Wenn man so 2 Hektar die Stunde, sind das noch 5 Stunden. Ja, lange genug. Wir haben ein Pensum, was wir quasi pro Drescher in einer Ernte rechnen. Das sind irgendwie so 250, 300 Hektar, die man im Normalfall halt über 3-4 Wochen abernten könnte. Die Zeit verkürzt sich jetzt einfach durch den Regen auf 2 Wochen. Sprich, wir müssen die gleiche Fläche in viel kürzerer Zeit abkriegen. Dementsprechend ist halt einfach sind die Tage länger. Ja, man trinkt natürlich den einen oder anderen Energy-Drink. Ich bin jetzt leider kein Mensch, der Kaffee mag. Sonst würde ich wahrscheinlich eher Kaffee trinken, aber ich hasse Kaffee. Und so, man braucht halt einfach ab und zu mal was, was einen wach macht. Dann mein Täschchen für alles. ganz wichtig, mein Labello-Zeug, Nasenspray, Handcreme, Kopfschmerztabletten, Pflaster, Desinfektionsmittel, dann ist da noch Deo drin, Tampons, ja, was man halt so braucht. Ja, also ich muss immer gucken, wenn die Bauern nicht da sind, weil so, ja, als Mann ist es da vielleicht auch noch mal ein bisschen einfacher, die stellen sich dann da einfach hin, packen aus, pinkeln los. Ja, ich muss halt absteigen, muss mir ein Plätzchen suchen, wo mich halt dann nicht unbedingt jemand sieht. Ja. Und im besten Fall hat man Klopapier dabei. Ja, das nutzt halt nichts. Das ist Luprosil und das ist dafür, dass das futterhaltbar gemacht wird für die Tiere. Genau. Und weil der Kunde will das ja über einen längeren Zeitraum lagern und dann sagt er mir, wie viel Prozent er davon reinhaben möchte. Also heißt, sprich wie viel Kilo auf die Tonne. Ja. Und dann stelle ich das ein und dann bekommt er das. Achtung. Ja, und so sieht das halt aus. Von hier oben kommt das. Und dann dreht er so im Kreis und da geht's wieder raus. Und dann ist das halt Mehl, wie man sieht. Wir haben die Möglichkeit, das in der Scheune einzulagern, trocken einzulagern. Und das kommt in den Futtermischwagen mit rein, ungefähr 200 Kilo auf 8 Tonnen. Und wird halt an die Kühe verfüttert. Und das ist für uns eben die günstigste und auch die beste Lösung. Und die andere Möglichkeit wäre halt gewesen, das Getreide abzuliefern an den Handel. Der Handel verdient Geld und dann kaufe ich es mit Kraftfutter wieder zurück. Und das ist ja nur eine Milchmädchenrechnung. Ich muss die Maschine nicht so ganz sauber einstellen, wie wenn ich jetzt das reine Getreidekorn quasi nur haben will. So hier, wenn da jetzt Bruchkorn ist oder Spelzen oder so, das ist jetzt nicht so schlimm. Der Kunde hat zu mir gesagt, da kann eher ein bisschen mehr Spelzenanteil mit dem Korntank sein, als Verluste hinten auf dem Acker liegen. Das sind jetzt noch 10 Hektar. Wenn kein Tau kommt, könnten wir das heute fertig machen. Es gestaltet sich nur gerade etwas schwierig, weil das da in der Ecke ziemlich nass ist und ich mich gerade die ganze Zeit festgefahren habe. Ich hoffe, dass ich jetzt mit dem leeren Korntank, also quasi ja leichter bin und da eben wieder ranfahren kann an die Stelle, wo ich eben nicht mehr weitergekommen bin. Ach ja, Mensch, das geht ja schon gut los. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon.
Scheiße. Ja, es ist halt scheiße, aber man kann es dann im Endeffekt nicht ändern. So wie da jetzt, da werde ich auch in 2 Stunden nicht fahren können. So, entweder muss man dann nochmal wiederkommen, wenn es trocken ist. Ja, das muss der Kunde dann halt entscheiden. Klar gibt es Drescher, die da jetzt vielleicht noch ein bisschen besser durchlaufen würden. Also sprich mit einer Raupe oder Allrad, das hat der hier halt alles nicht. Das ist quasi ein Gutwetterdrescher. Ja, so sieht also mein Freitagabend aus. Ich bin jetzt bestimmt noch 4 oder 5 Stunden in Gang. Wenn euch also langweilig ist, könnt ihr gerne euch mehr von mir ansehen in der ARD Mediathek oder auf dem YouTube-Kanal auf dem Trecker. So, moin. Es ist jetzt 1:15. Ich bin fertig, habe meinen Korntank eingeklappt. Schneidwerk ist abgebaut. Jetzt geht's ins Bett.